Drogenverkauf, das weiß noch keiner. Ich habe auch mit Drogen getickt. Alles fiktive Geschichten. Das hört ja keiner. Unsere Redaktion, Jungs. La 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 la. Okay. Ja, perfektes Intro, oder? La 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 la. Oh. Nee, jetzt geht noch jemand hier rein. Hallo, schönen guten Tag. Ja, wir produzieren vor. Immer. Ich habe das hier nur minimiert, das ist noch auf, was auch immer das war. Oh, hä? Ihr werdet gehört. Wirklich? Also das war alles so. Wir waren live. Das ist ja perfekt, la la la. So. Deswegen sind da alle so aufgeschreckt da draußen. Okay. Zur großen Jubiläumsshow heute, zur 40. Ausgabe des Brennpunkts. Sind wir live im Radio. Und wie sie auch vorher nochmal fragt, ihr produziert gerade vor oder soll das so sein? Wir waren es aber nicht. Wir waren es wirklich nicht. Es war jetzt schon on air. Großartig, hallo liebe Leute. Das ist das erste Mal, ja. Aber als wir unser Willkommensinterview hatten, waren wir auch live. Da hat der große Chef uns interviewt. Und jetzt 30 Folgen später. Richtig. Dürfen wir es auch mal machen. Hallo liebe Leute, wir sind Brennpunkt Internet. Wir waren gerade aus Versehen live und eigentlich sind wir aufgezeichnet, senden dann Sonntagabend. Da hört ihr uns dann halt nochmal. Auch okay. Und, das hätten wir live sagen sollen. Ja, stimmt. Wir laufen Sonntag. Schaltet Sonntag ein. Für die volle Ausgabe Sonntag, 20 Uhr. Im besten Fall. Hier kam gerade eine panische Redaktion rein und dachte, ho, was ist da los? Nein, wir sind Brennpunkt Internet. Wir zeichnen auf. Wir informieren über die Ereignisse aus dem Internet, in dem Internet und um das Internet der letzten Woche. Mann, war da wieder wild, du. Und das schon seit 40 Folgen mindestens. 40 Folgen, Moment. Wollten wir nicht jede 10. Folge, jedes Staffelfinale ein großes Special machen? Ja, du hast recht. Na, da habe ich doch... irgendwo jemanden sitzen vielleicht? Da habe ich doch alles zusammengekratzt. Wen haben wir angefragt? Bela B. Bela B hat nicht geantwortet, hat nicht mal gelesen. Ja, assi. Ja, sehr schade. Peter Kleine habe ich gefragt. Kleine. Er hat sich entschuldigt, er ist mit seiner Familie unterwegs, sonst immer gerne. Schlechte Ausrede, ganz schlechte Ausrede. Man muss Prioritäten setzen, Herr Kleine. Aber wir haben Weimar, Verstärkung. Weimars erfolgreichsten, größten Rapper eingeladen. Aus alten Zeiten. Er hat sich inzwischen zur Ruhe gelegt und macht andere Dinge. Ja. Was er tut, wird er uns gleich erzählen. Aber er ist hier vor Ort. MCM. Willkommen. Hallo erstmal. Ja, moin. Moin. Ja, wundervoll, MCM. Du bist ja eine kontroverse Figur in Weimar, muss man so sagen. Ja, okay, danke. Du hast ja jetzt nicht nur Freunde. Deswegen passt du ja eigentlich ganz gut hin, weil wir reden ja, wie gesagt, über alles, was im Internet passiert. Mhm. Und vielleicht kann man auch so ein bisschen über sowas wie Mobbing reden, ne? Und Hater und so. Da bist du relativ gut dabei, soweit ich weiß. Auf beiden Seiten vielleicht auch. Ja. Und tatsächlich wurde sich das von mehreren Leuten schon gewünscht, dass du doch mal in die Sendung kommen sollst. Okay. Und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt, hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Das ist ein Durchgangsstudio quasi. Ja, ja, also der Schalter war schon auf ein, ne? Wir haben hier nicht an dem... Ist mir völlig klar. Ich das gerade geschrieben. Alles klar. Nee, ist gar kein Problem. Unsere Sendung zeichnet sich durch Professionalität aus. Und ich finde es auch gut, wenn wir mal live laufen, also perfekt. Das war ein Teaser quasi, ein Teaser für Sonntag. Genau. Manchmal hält der Bild alles besser. Ja. MCM. MCM für alle, die dich jetzt nicht kennen. Ja, genau. Wer bist du eigentlich? Für alle, die dich nicht kennen, wer bist du eigentlich? Was machst du? Ich mache also am Anfang, ich kann auch die ganze Geschichte euch erklären, wenn du willst. Brich's kurz. Wir haben ja auch Zuhörer, die nicht bei Radio Lotte hören, sondern im Internet und das die sind ich. Jetzt keine Weimarer. Nee, dann deswegen kennen die dich vielleicht nicht. Mach so in drei Sätzen, wer bist du MCM? Wer warst du? Also ich war am Anfang bei euch Rapper und habe 2012 angefangen mit dem Rap-Battle durch das Monami. Monami hat mich unterstützt halt und die haben mich... Die haben mir geholfen mit dem Rap-Battle. Gut, wollen wir es mal so sagen, ich hatte erst ein illegales Rap-Battle aufgestellt. Also Gangster. Ich glaube, da war ich anwesend. War das hinter Monami? Ja, ja, ja. Ja, okay. Da kam irgendwann ein Haufen Polizisten, Kripo und was weiß ich, ein paar Minuten, wie bei Fast and Furious, hier kennst du mit den Autos, rennen die alle weg, weil die Kripo am Goetheplatz, an der Post standen Polizisten da. Nur weil man so eine illegale Veranstaltung aufgestellt hat, ganz alleine, gut. So, und damit hat das dann angefangen, bis dann irgendwann mir aufgefallen ist. Am Anfang hatte ich immer gedacht, ja, gut, kann vielleicht nicht rappen, aber dann ist mir aufgefallen, weil ich hatte mal früher was mit Herodes gemacht. Herodes war ja auch schon Gast, ja. Und weil andere haben mir immer erzählt, ah, der zieht dich nur in Dreck und bla bla bla. Und dann nachher, nein, ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass ich doch
witzige Dinger machen eigentlich. Könnte Rap in einer lustigen Szene reinziehen, scheiß drauf, egal ob Text. So, und dann habe ich irgendwann mitgekriegt, es gibt Leute, denen passt es nicht, dann gibt es Leute, die haben Interesse. Es fällt mir schwer, damit umzugehen, mit der Kritik von den Leuten. Was waren denn so die Kritikpunkte gegen dich? Zum Beispiel wegen meiner Rechtschreibschwäche, weil ich Legastheniker bin. So, und das Ding ist einfach nur, ich bin, wie ich bin. Man sollte mich so akzeptieren, wie ich bin. Ich habe Eier wenigstens und ziehe mein Ding durch. So, und das Ding ist einfach nur, dass ich groß kein was tue. Ich mache das ja alles alleine, ja. Wie Robin, den tue ich ja wirklich bewundern. Ich feiere seine Videos, wie das mit den Toiletten, das fand ich auch richtig geil, wie er von Atrium Toilette runtergerollt ist, Hose und nach unten. Mit der Zeitung. Weil ich habe das Video ja gesehen, das in Facebooks ging ja rum. Das stimmt. Ein viraler Hitler. Das war wirklich cool, ja. Stalker. Ja, also vielleicht, um da auch mal reinzukritschen und vielleicht dich auch zu fragen, kennst du den Drachenlord? Ja, den Drachenlord kenne ich. Manche sagen ja auch so MCM, der Drachenlord von Weimar, wobei ich bin jetzt auch nicht so beim Drachenlord so dabei, aber ich sehe das auf jeden Fall ein bisschen anders und vielleicht, um auch hier mal irgendwie klar Stellung zu beziehen, du hast halt schon diese Leserechtschreibschwäche, was sich halt was erstmal von außen, okay, der muss halt dumm sein und du bist jetzt auch kein... Ich will halt offen und ehrlich so reden. Du bist jetzt auch kein Gymnasiast, ne? Du warst nicht auf dem Gymnasium. Ist ja auch okay, nee, so. Bin ich das heißt, heißt ja nicht, dass du irgendwie ein schlechterer Mensch bist. Also du hast vielleicht jetzt nicht so einen akademischen Bildungsweg hinter dir, aber das heißt erstmal nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, so. Ich glaube halt, dass du teilweise einfach nicht so das beste Umfeld hattest. Und auch jetzt sagst du ja, okay, du wohnst gerade in Schöndorf, was ich persönlich auch in dieser Sendung schon oft beleidigt habe, weil ich Schöndorf nicht so geil finde. Ich hasse Schöndorf, bin nur da hochgezogen, weil ich hatte einen falschen Umgang, das muss ich ehrlich zugeben, wurde in Dinger reingerutscht, obwohl ich nie jemandem was tun würde. Das Ding ist, vor 2 Jahren war ich auf der Straße. Ich habe ja damals in so einem Viertel, wo meine Mutti, ich habe damals bei meiner Eltern gewohnt, wie jeder andere, so. Ja. Ich habe in so einem Viertel gewohnt, wo die Skater waren. Das war jetzt kein falscher Umgang, aber irgendwann bin ich dann in so einer Schiene gekommen. Alkohol, ja. Drogenverkauf, das weiß noch keiner. Ich habe auch mit Drogen getickt. Alles fiktive Geschichten. Das hört ja keiner. Nein, rein theoretisch nur. Außerdem verjährt das bestimmt. Das war vor 30 Jahren, ne? Das ist längst verjährt. Längst verjährtes so, und wie gesagt, da jetzt zum Beispiel gab es so eine Szene, da kommt ein Hater an, ich will deine Adresse rauskriegen, das fand ich ja am witzigsten. Und dann hat er mich in Instagram nochmal mit einem Fake-Account, hat richtig irgendwie mal meine Bilder genommen, irgendein Hass und bla 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 drüber geschrieben, sag ich jetzt mal. Und ja, da habe ich mir auch gedacht, da habe ich den halt gemeldet, so, und da hat mir ja in Twitch vor ein paar Tagen geschrieben, ja, du Affe, weil ich ihn gemeldet habe, und da hat er das Gleiche wieder drunter geschrieben. Ja. Ich werde herausfinden, wo du wohnst. Da habe ich gesagt, ja, ich wohne in Buchenwald 11. Oh, okay. Mhm. Dino guckt mich komisch an. Nee, alles gut. Nee, ja. Das soll jetzt nicht rechts rüberkommen oder so irgendwie, ja, aber... War einfach nur, ja, ich verstehe schon. Also, ich muss aber jetzt auch nochmal fragen, weil so richtig offiziell weiß ich das nicht und weiß ich auch nicht, ob du das überhaupt schon mal gesagt hast, aber offiziell, und das, da ist ja auch nichts Negatives dran, ja. Aber hast du offiziell eine Behinderung? Oder ich weiß nicht, Legastheniker ist, glaube ich, noch keine Behinderung. Das ist keine Behinderung, ich stehe dazu. Ich habe zwar jetzt keine chronische Krankheit, aber ich habe Epilepsie, muss ich gleich mal irgendwie bekommen, weiß ich nicht, das weiß meine Mom, also das habe ich nicht seit Geburt oder so, ja. Und ich bin leicht zurückgeblieben und stehe auch dazu, weil wenn ich den, wie heißt der eine YouTuber, der Schaf, ich weiß nicht, wie der heißt, der ist auch behindert, oder Peter, nehmen wir mal zum Beispiel an, der hat auch den respektiere ich, jeder Mensch kann irgendwas machen in YouTube, egal wie es ist, egal ob man behindert ist, Hauptsache, man hat das Selbstbewusstsein, zieht sein Ding durch. Gut, bei mir ist das Ding, ich mache alles alleine, es fällt mir nicht einfach, aber irgendwann habe ich ja vielleicht mal das Glück, dass jemand mir mal hilft beim Videodreh, weil ich mache alles alleine. Mhm.
Und ich wollte ja gerne auch draußen was machen, aber wie soll ich das draußen machen, wenn ich keinen habe, der mir hilft beim Film? Ja, Kameramann zum Beispiel. Ja, ja. Genau, ja. Was ist mit Gorke? Du bist doch mit diesem Gorke öfter unterwegs. Der muss arbeiten viel. Okay. Multi mit Gorke heißt er, ja. Was ich eigentlich fragen wollte, das, wie gesagt, da ist überhaupt keine Wertung drin. Es soll gar nicht schlecht oder gut oder sonst was sein, wenn du diese offizielle Behinderung hast. Aber dann wäre es halt einfach, dass Leute dich gezielt beleidigen, gezielt einen Behinderten beleidigen, so weißt du? Das ist halt, das nicht. Das ist halt umso dümmer. Ja. Ich meine, okay, du schreibst halt manchmal Sachen, das sage ich auch, okay, das ist halt lustig. Also nicht alles, aber manchmal ist halt was dabei, da ist halt ein Schreibfehler, der das Wort irgendwie so irgendwie verdreht, dass es lustig ist. Das stört mich, das soll ja auch mal, ich bin nicht blöd, das soll ja auch lustig rüberkommen. Die Leute denken, ich bin blöd. Nee, ich kann auch sehr gut blöd spielen. Junge, ey, ich habe einen großen... Penis darf man hier ruhig sagen. Ja. Ach so, Penis, alles klar. Alles. Schön. Ja, nee, das Ding ist einfach nur... Es ist ja das eine, das lustig zu finden, aber dass so viele Leute jetzt gezielt dich irgendwie als Opfer nehmen oder irgendwie auf dich draufhauen oder einfach nur Hassnachrichten schreiben oder so, das finde ich halt immer ein bisschen primitiv. Das ist immer so dieses, ja, ne, so mitten im Leben oder so, ich gucke mir jemanden an, der irgendwie unter mir steht, um mich besser zu fühlen oder so. Ich muss sagen, so als Urweimarer und man kennt dich halt so, ich war auch auf deinem Geburtstag damals hier im Busdepot und so, alles da. Und man bekommt halt beide Seiten so ein bisschen mit. Ich habe mitbekommen, wie dich Leute einfach nur gehasst haben aufgrund deiner Rechtschreibschwäche und deiner Rap-Skills, die jetzt nicht jeder gut fand. Aber ich muss auch sagen, dass ich auch von deiner Seite aus Sachen gehört habe, wie du hast Menschen bedroht, beleidigt. Und es gab sogar ein Gerücht, dass du jemanden geschlagen haben sollst von... War das eine Klassenkameradin von mir, ihre Schwester oder irgendwas? Habe ich gehört. Und es gab ja viele, viele Gerüchte, ja. Und deswegen mein Bild immer sehr gespalten war von dir. Ich dachte mir, okay, egal was er tut und so, wenn er friedlich ist und wenn er sein Ding durchzieht und Rap machen möchte, ist es okay. Ich finde es vielleicht nicht so cool, ich höre es mir nicht gerne an. Aber ich supporte jeden, der irgendwie sein Feuer gibt und etwas durchzieht. Aber wenn man an Sachen hört, wie dass du dann Leute beleidigst und wirklich auch Kontra gibst, wie Drachenlord zum Beispiel, der ja auch an sich Videos produziert, die nicht allen gefallen, die sehr sehr zweischneidig sind, aber wenn aber er auch das Gegenfeuer gibt und provoziert, muss er sich nicht wundern, wenn er Hasskommentare bekommt. Wie siehst du das eigentlich? Also ich sehe es mal so, was Drachenlord macht, kann man nicht mit mir vergleichen, weil ich versuche, ein bisschen mir Unterstützung von Robin auch geben lassen. Ich frage ihn, schreibe ihn per WhatsApp. Ja, ich gebe ihm vielleicht manchmal ein bisschen auf den Pisser. Nee, deswegen habe ich ja gar nicht gelacht, aber... Alles gut. Aber das Ding ist einfach, ich reg mich nur auf, wenn es um meine Leserechtschreibschwäche geht, wenn Leute ankommen, ey, du Spaß. Gut, aber nein, hat mir jemand gesagt, wie Robin, ich soll das ignorieren. Und das mache ich seit neuestem. Es füttert es halt auch nur. Und das ignoriere ich komplett jetzt und reg mich dann nicht. Tu da nur noch einen blöden Spruch ablassen, ja. Such mich mal wieder eine hier, was ich vorhin erzählt habe mit den. Ich will deine Adresse rausfinden. Ja. Und da feiere ich nur noch drüber. Ich lache den dann aus und gut ist, weil es bringt nichts, wenn man sich noch aufregt. Das habe ich jetzt auch gelernt. Das bringt gar nichts. Du bist ja jetzt auch schon ein bisschen älter geworden und man lernt ja vielleicht auch sagen. Ja. Ich will jetzt gar nicht irgendwie rauskramen, was genau an irgendwelchen Gerüchten oder so stimmt. Du hast, und ich halt auch, ich habe auch so viel Scheiße in meinem Leben gemacht. Der Punkt ist ja, wie man irgendwie später damit umgeht. Also, weißt du, man kann ja als Jugendlicher irgendwie Leuten die Kniescheiben zusammentreten und später sagen, das war total dumm, ich mache jetzt alles, um das wieder gut zu machen oder so. Wie gesagt, ich will es jetzt gar nicht hier an den Pranger stellen. Jeder hat bestimmt auch mal, ne, Tino hat ja auch die ein oder andere Anzeige. Da würden viele Leute sagen, ey Tino, du bist aber ein böser Mensch, dass du hier absolut, so Politiker absolut beleidigst und so. Ja. Ist vielleicht bei dir ein bisschen besser motiviert, als einfach irgendwie jemanden zusammenschlagen oder sowas. Ja. Aber, ne, wenn du heute irgendwie einfach für dich sagst, ey, ich mach mein Ding und lass andere in Ruhe so, dann sehe ich da erstmal nichts Verwerfliches dran. Und ich sehe einfach nicht so den Grund, auch aus eigener Erfahrung, jemanden jahrelang für irgendwas zu verurteilen, was halt schon zig Jahrzehnte zurückliegt, so vielleicht. Da fällt mir noch was ein, Tino, weil du das Thema gesagt hast, ich hätte so in der Art eine Frau geschlagen, was du da gesagt. Genau, ich hab's nur gehört. Da muss ich jetzt sagen, das stimmt erstens schon mal gar nicht. Ich glaube, ich habe mich eher von einer Frau selber schlagen lassen, von meiner Ex, sage ich jetzt mal dazu, Namen müssen wir jetzt nicht sagen. Und ich würde nie, das Problem ist, Weimar ist eine Gerüchteküche, geht es um mich, werde ich gleich wie so eine Bildzeitung, ey, MCM hat das gemacht und das ist das,
was mich irgendwo eigentlich aufregen müsste, aber komm, scheiß drauf. Sollen sie reden? Ist mir egal. Und ja, ich habe auch mit, wenn ich rede, meine, wie nennt man das, wenn ich jetzt rede, so, Wortfindungsstörung. Ja, ja, da fehlt mir das Wort immer meistens dazu. Geht mir auch so. Ich schäme mich für meins nicht. Ich bin ehrlich, ich bin auch ein Draufgänger, ich würde doch bei jedem Scheiß mitmachen. Es wäre mir egal, ob ich jetzt nackt durch hier Weimar renne, sage ich jetzt mal so. Mhm. Aber ich habe mitgekriegt, die Rap-Karriere ist nichts für mich, gebe ich zu. Veranstaltung kann ich gut. Das sind die Punkte. Die Delegalen zumindest. Ja, das fand ich, ja. Er hatte ja tatsächlich, wie viele waren es insgesamt? Da waren viele Rap-Battles du gemacht hast, meine ich? 2 oder 3 oder 4. Ja. Immerhin. Ja, und also ich war auf jeden Fall bei mindestens einem von Mon Ami dabei und das war auch schon ziemlich groß, das muss man schon sagen. Und bei der anderen Sache, weil du jetzt gerade nackt angesprochen hast, da gab es ja mal so die Sache vor kurzem, müssen wir vielleicht auch nochmal ansprechen. Okay. Und Leute, wir kommen dann auch später noch zu den Themen, keine Sorge. Es gab einiges wieder diese Woche, aber jetzt haben wir ja gerade Special-Folge, ne? Special-Gast ist da, wie auch immer. Du hast ja für ein Special, wo wir es gerade hatten, vor deiner Wohnung oder hinter deiner Wohnung in Unterhose rumgetanzt. Ja. Und dafür wurde er hart kritisiert. Tino hat davon bis jetzt, glaube ich, noch nicht gehört. Nee. Wie findest du das erstmal? Nackt vor der Haustür rumtanzen. Naja, in Unterhose. Naja, hinter so einem Block quasi kurz vorm, ne? Ist das so kurz vorm Wald oder so, das in war Unterhose. Nur mit Boxershort. Ja. Ja, wofür war das denn? Hast du das Gefühl? Nein, das war ein Special. Da wurde ich ziemlich kritisiert von einem Typen, der will ich jetzt auch nicht den Namen unbedingt sagen, dass, wie gesagt, auf jeden Fall hat es ihm nicht gepasst, weil ich war ja schon vorher bekannter. Robin weiß ich ja auch, dass der schon bekannter war. Den hat das aber nicht gepasst, dass ich ein Special gemacht habe. Der hat mich hingestellt in Schöndorf. Ich bin, hier wohnt ein Assi, so in der Art, ein Schöndorf. Aber was heißt denn Special? Was hast du denn gemacht? Gab es Publikum oder hast du es gefilmt? Ich habe das gefilmt, aufgenommen. Hab halt was getrunken, hab mich dann hingestellt, hab gerappt, getanzt und so eine Scheiße, so aus, was ich gesagt habe, ich zieh sowas ins Witzige. Warum soll ich das nicht ziehen? Weißt du, wenn die drüber lachen, dann nutze ich das dann aus. Also der Punkt war, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, wenn da jetzt Kinder sind und so. Warum ich das überhaupt anspreche, ist, gerade gestern schaue ich hat Dion mitgebracht, so eine Trilogie über Steve O, so eine Tour-Doku quasi. Und da passieren halt Sachen, da denke ich mir bei allem, meine Fresse, das geht ja heutzutage gar nicht mehr und das ist super schade eigentlich, ja. Und Steve O, da sind halt Sachen dabei, da wird sich halt der Hoden ans Bein getackert und so Geschichten. Aber auch in der Öffentlichkeit halt, da passieren Sachen und da wiederum würde halt keiner erstmal sagen, weil es halt Steve O ist, weißt du? Oh, das ist ja asozial, wenn das ein Kind sieht oder so. Die haben halt eine Show in Norwegen gemacht, da sind halt 6-Jährige teilweise im Publikum und er zündet sich da die Haare an und tanzt da nackt auf der Bühne rum und solche Geschichten. Also, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ein Kind von einer nackten Person per se verstört wird. Ja. Wir reden jetzt nicht über wie anfassen, vergewaltigen, wir reden jetzt echt nur von einem Mann, der irgendwie nackt auf der Bühne rumtanzt oder in Unterhose. Kinder machen das ja selber. Eben. Und das ist wie Gurkensohn, der stellt sich hin mit Boxershort, malt sich grün an, in Schwarz ins Gesicht und was weiß ich. Also ich verstehe überhaupt nicht, hier in Weimar gibt's, das ist unlogisch, weißt du, wenn du in Berlin bist, da kannst du dein Ding machen, wie du es willst, und in Weimar, die sind so verkrampft, spießig, die kommen damit nicht klar, weil die das gar nicht kennen. Ja, aber ich verstehe das schon, so gerade bei deinem Background, so, dass du schon Sachen gemacht hast, die viele verwirrt haben und die viele nicht verstanden haben, und du ja selbst sagst, dass du, zurückgeblieben bist, jetzt in Anführungsstrichen. Naja, damit hat das dann, jetzt nichts zu tun. Nee, aber das kommt doch dazu auf den Berg, ja, dass so. Also auf den Haufen, dass du halt dich betrinkst und nur eine Unterhose trägst und dann rumtanzt. Das kann schon für viele sehr hilflos wirken und für viele so ein bisschen verstören. Das kann ich schon verstehen. Okay, ja. Aber letztendlich bist du ja auch eine Person wie jeder andere auch. Und es ist nicht verboten, in Unterhose im Wald rumzutanzen, weißt du? Nee. Das ist die andere Seite. Wie gesagt, ich werde solche Videos jetzt nicht nochmal machen, aber ich werde definitiv Dinge trotzdem weiterhin machen, wovor ich keine Angst habe. Es ist mir egal, ob ich jetzt vom Dach springe aus Spaß, sage ich jetzt mal so, oder jetzt mich auf die Schnauze fliege wie bei Jackass, das wäre mir auch wurscht, das würde ich auch machen. Also, weißt du, ich will Dinge machen,
sowas wie Robin. Also. Nur ich bin alleine, wie gesagt, ich brauche eine Kamera, das schaffe ich aber nicht alleine. Liebe Leute aus Weimar oder Schöndorf, wenn ihr Lust habt, MCM zu unterstützen, wenn ihr ihn filmen möchtet, wenn ihr seine Videos schneiden möchtet, schreibt mal an Redaktion Radio Lotte zu Händen, Brennpunkt-Internet. Ja. Goethestraße irgendwas, googelt mal nach, zur Sicherheit. Goetheplatz, oder? Goetheplatz. Ja. Was habe ich gesagt? Goethestraße. Verdammt. Wir haben gar keine Goethestraße. Was ich halt sehr respektiere, ich habe es alleine geschafft, 307, es sind zwar nicht viele Abos, aber für mich allein von Anfang 327 Abonnenten alleine geschafft zu kriegen. Also das musst du dir mal vorstellen. Das ist erstmal nicht einfach am Anfang. Was heißt eigentlich MCM? Mir wurde immer gesagt, MC Muschi wurde gesagt. Ja, ich weiß, ich habe das mal so erzählt, aber das Ding ist, wer MCM mir wirklich gegeben hat, das war einer von GameStop, der heißt Ronny, der wohnt in Erfurt. Mhm. Den müsstest du eigentlich auch noch kennen von früher, der mit der Brille. Boah, vom Sehen vielleicht, ja, aber weiß ich der gar nicht. Der hat damals mir den Namen gegeben, weil, ich weiß nicht mehr, warum das jetzt so genau war. Früher haben sie mich Muschi genannt, wegen hier mein Kind da, was total bescheuert eigentlich ist. Ah, das Gegenteil von Peter Griffin, dessen Kind wie ein Hoden aussieht. Wie ein Arsch. Das auch. Ja, und wo ist der Unterschied? Ja. Da gibt es keinen Unterschied groß eigentlich. Ja. Das Ding ist einfach nur, wie gesagt, ich bin ja damals in die GameStop-Woche gegangen und viel, hab da gerne Geschäfte gemacht mit denen und da haben die mich irgendwann MCM genannt. Und seitdem habe ich den Namen angenommen und habe mir gedacht, komm, ich werde jetzt meinen Namen mal selber Werbung machen. Ich habe es auch natürlich geschafft, die Werbung damit so, ich habe mich im Mittelpunkt gestellt, dann versucht. Das hat auch natürlich geklappt. Gibt es ja auch so Graffiti, sogar habe ich gesehen, oder welche Bänke, die beschmutzt. Ja, die Nicht nur positiv, auch MC Muschi ist doof oder so, aber das weiß ich prinzipiell doch. War das halt ein Trademark. Ich weiß. Das habe ich schon gesehen. So ein kleines Mythos in Weimar. Ja, großartig. Vielleicht nochmal irgendwie final so auf dieses ganze Mobbing-Thema eingehen oder so. Gerade auch im Zusammenhang mit Halle. Ich weiß nicht, ob du von Halle überhaupt was mitbekommen hast, so letzte Woche. Warum, ich muss überlegen. Ja, der Attentäter, der... Ach, hier mit den Waffen. Da ist natürlich nichts nicht bekannt, ob der irgendwie gemobbt wurde oder so. Aber er war auf jeden Fall, habe ich ja letzte Woche groß erklärt, so ein armes Würzchen. Und der würde halt perfekt reinpassen, dass er jetzt vielleicht im Leben nicht unbedingt so hatte, dass alle gesagt haben, hey, du bist super. Das sind selten Siegertypen, solche Attentäter. Ja. Ach, war es so, dass die dann nicht ihn umgebracht hat, nur weil er... Eine zufällig vorbeilaufende Frau hat er halt erschossen. So, ja, ja, das habe ich gesehen. Die hat die Waffen aus den Autos geholt, hier hat das noch gefilmt. Also sowas muss ich sagen, finde ich dumm eigentlich. Da gibt's so, also ich film sowas mit Waffen und knall mal eine Frau ab. Das ist dumm in meinem Kopf. Da könnte ich jetzt sagen, ja okay, ich werde jetzt mal filmen mit einer Wasserpistole. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ach, das wäre witziger. Ja, das würde aber weniger Leute interessieren, ne? Ja. Das ist so das Ding. Parodieren mit einer Wasserpistole und dann irgendwie vor irgendein Gebäude schießen, nicht reinkommen, dann irgendwelche random Leute abschießen mit Wasser. Ich finde es ziemlich witzig, aber ich glaube, es gibt einen Outcry. Ich denke auch. Ja, aber ne, vielleicht noch von dir irgendwie nochmal was zum Thema Mobbing oder so, wie du das mit, also du hast es ja ähnlich jetzt auch wie der Drachenlord, der macht jetzt wie lange, 7 Jahre oder so YouTube und im Grunde die ganze Zeit hat er nur Gegenwind gekriegt und du wahrscheinlich auch noch bevor du YouTube gemacht hast und so. Und ich weiß nicht, du schaffst es ja theoretisch schon relativ gut, da drüber zu stehen, habe ich das Gefühl. Naja, muss ich. Du hast es auch oft angesprochen, so. Ich habe dir auch schon vor Monaten mal gesagt, lass die Hater in Ruhe. Seitdem höre ich jetzt wirklich da drauf. Gut. Ja, aber keine Ahnung, hast du vielleicht da noch irgendwie einen Tipp oder sowas? Oder keine Ahnung, vielleicht kannst du auch erzählen, was irgendwie das Schlimmste war, was mal jemand irgendwie gemacht hat oder so. Also das Schlimmste ist jetzt gewesen, da hat mich jemand angeschrieben im Facebook und meine Familie beleidigt. Also da kam nicht von hier, da schreibt mich dann, ey, Spast. Und dann habe ich mitgekriegt, dass der versucht eigentlich nur, dass ich drauf antworte und hat mich einfach mal beleidigt ohne Grund. Mhm. Und das Familienbeleidigen geht gar nicht. Ja. Also das finde ich doof. Aber irgendwann habe ich mir gesagt, komm, ich will nicht hier wie Drachenlord enden, dass ich mir sage, komm, ich reg mich nicht mehr auf, scheiß drauf. Ich mach das, was ich will. Mhm. Wie gestern oder vorgestern hat Urina drunter geschrieben, nimmst du Christel? Und da habe ich einfach nur ein Like drunter geschrieben. Und einfach
ignoriert. Ja, beim Drachenlord ist ja der große Unterschied, dass er halt so viel dagegen schießt. Er hat ja jetzt neulich erst wieder irgendwie jemand mit Pfefferspray angesprüht und so. Er hat es natürlich nicht leicht, weil die Leute bei ihm vor Ort sind. So. Ich würde es ja auch nicht geil finden, aber ich glaube, das ist so der große Unterschied. Das darf er aber nicht, der darf nicht dagegen schießen, das ist verkehrt. Ja. Die Fehler hatte ich früher gemacht, aber jetzt habe ich mich, weil er auch nochmal gesagt hat, Robin, da habe ich mir gedacht, komm, ich mache das jetzt und merke, dass es mir besser dadurch geht, wenn ich das ignoriere. Oder mache mich darüber Witze. Wie, ich hatte mal ein Video reingesetzt, da habe ich so von den Typen, der mich beleidigt hat, wie meine Familie, da habe ich das so gemacht, habe das aufgenommen, habe das erst gelesen und dann habe ich meinen Kommentar dazu gegeben. Ah. Und da habe ich mal geguckt, wie es klang. Ich muss sagen, es klang eigentlich gut, was ich da gemacht habe, weil ich selber mich mal überzeugen wollte. Das ist ja wie wenn Finch asozial über, ich muss die ganzen Kommentare vorlesen und dann, gut, das gucke ich mir auch von anderen YouTubern ab, wie sie das machen und dann mache ich das genauso halt und finde ich asozial, setz hin, liest sich seine eigenen Kommentare durch und tut da irgendeinen blöden Spruch ablassen. Und das ist ins Witzige ziehen. Das werde ich auch jetzt immer so machen. Gut, was ich vergessen habe, weil sie mich da den Tag sinnlos gesperrt haben, da habe ich Support angeschrieben, wurde ich wieder freigemacht. Ach, stimmt, ja. Weil der Name drin war. Aber ich kann das nicht zensieren, weil ich habe die, weil ich alles mit dem Handy mache. Ja, also er hat seinen Handybildschirm abgefilmt und Leute gezeigt, die ihm Hate-Nachrichten auf Facebook geschrieben haben. Und da sind halt die Klarnamen dann zu sehen. Ja, das darf man nicht, ja. Ja, das ist dann ein bisschen problematisch, aber ich habe nur gesagt, hier Einspruch erheben so und es hat halt einfach funktioniert. Ja. Ja, großartig. MCM. Ich habe noch eine Frage, Robin. Was hältst du davon, wenn man mal so ein, wenn du mal Interesse hast, würde ich mal so Hate-Kommentare mal machen nochmal. So, aber bei dir mal. Meinst du die beantworten? Ja, oder? Genau, dass ich mir die selber vorlese und dann hier darauf meinen Kommentar wieder drauf gebe. Aha. Was hältst du davon? Ja, das kann man ja gut machen. Dann, du kannst ja einfach mal ein paar Wochen sammeln oder so. Und dann das werde ich jetzt auch machen. Wahrscheinlich auf Facebook noch am meisten, oder? Ich weiß nicht. Ja, Facebook waren am meisten. Da hat aber irgendjemand, der hat eine, das habe ich in, da war einer, der hat so eine Gruppe oder was das da war, der macht auch YouTube, der hat über noch was, 1000 von Aufrufen, Abonnenten. Ich weiß nicht, wer das war, auf jeden Fall war das einer, der das mein Scheiß genommen hat, meine Videos runtergeladen. Was er eigentlich gar nicht dachte. Artikel 13 ist das ja schon hier, obwohl ich von Artikel 13 selber nicht begeistert bin. Ich halte ja von Artikel 13 gar nicht. Außer es betrifft dich. Ja, aber noch ist der ja nicht, der ist ja noch nicht durchgesetzt. Also so, der ist noch nicht umgesetzt. Er wurde beschlossen, aber das dauert noch. Ich dachte, er ist umgesetzt. Schon. Nee, aber auch ohne Artikel 13 gibt es ja Urheberrecht. Und was du geschaffen hast, ist deins. So, also du lädst es bei Facebook hoch, dann hat Facebook die Rechte. Ja, und manchmal sollte man sich auch die Frage stellen, weiß ich noch kurz mal, um die Politik von mir jetzt selber mal anzuquatschen. Also manchmal denke ich auch darüber nach, alle sagen arbeiten und du kriegst im Endeffekt auch nur für den Lohn, wie das Hartz IV kriegst. Da stelle ich mir die Frage, warum macht ihr nicht alle mehr Geld für alle? Ja, auch hier wurde schon mal das bedingungslose Grundeinkommen besprochen. Ja. Wäre ein schönes, eventuell utopisches Szenario. Eine sehr linke Idee tatsächlich. Mhm. Also ich weiß nicht, die Bürger wählen dann immer CDU, FDP, SPD und wundern sich halt, dass da nichts passiert. Und es ändert sich halt nicht, wenn man weiterhin die etablierten Parteien wählt. Und was hältst du von Greta? Greta, ja, sie ist halt eine Figur nur, aber es geht um die Bewegung. Die Bewegung finde ich gut. Sie als Person ist mir fast egal, aber ich finde es gut, dass sie das so vorangetrieben hat, dass sie ja die Erste war. Ja, 15 ist die, glaube ich, gewesen, gell? Noch zu jung, ja. Ja, noch zu jung. Ja, noch zu jung, das klingt ja. Du als Psychologe nochmal vielleicht abschließend, weil deswegen wollte ich auf Facebook hinaus. Warum ist das so, dass bei Facebook am krassesten Hate-Kommentare geschrieben werden, obwohl du da deine natürliche Person bist und dich nicht hinter einem Pseudonym versteckst, Dino? Ja, weil du dich trotzdem mutig fühlst und es fehlen die Sanktionen, man kriegt das nicht mit, man kriegt das nur mit, dass man im realen Leben, wenn du jemanden beleidigst, bekommst du einen aufs Maul. Und auf Facebook passiert maximal, dass du halben Daumen nach unten bekommst oder gelöscht wirst. Und es fehlt so diese direkte Sanktion, weswegen die Leute halt ihre Hemmung verlieren online. Selbst mit Klarnamen. Auch wenn die Polizei trotzdem natürlich ermittelt auch und dass man sie anzeigen kann. Ja, da gab es ja mit der Politikerin jetzt so diese
Odyssee die letzten Wochen. Das war so witzig, da hat auch der Postillon so einen tollen Artikel geschrieben irgendwie. Ja. Den müsste man mal lesen. Also da geht es um Künast, ne? Und nee, um Claudia Roth. Nee, war schon Künast. War doch Künast, okay. Ja. Bin ich nicht 100% drin, aber ich weiß nur, dass sie halt heftigst beleidigt wurde und das Berliner Gericht hat dann gesagt, das ist doch keine Beleidigung, das kann man noch so durchgehen lassen. Ja, die haben sie voll zur Hure genannt, ja, das ist aber Teil der inhaltlichen Auseinandersetzung mit ihrer Politik, klar. Ja. Ja, aber das meine ich halt, also solche Kommentare lese ich auf YouTube tatsächlich ein bisschen weniger, obwohl man da anonymer ist. Also ich kenne schon Videos, wo das sehr stark praktiziert worden ist. Kennst du solche Videos, ja? Also was mir aufgefallen ist, wenn du YouTube oder Twitch machst, wirst du nicht so stark beleidigt wie in Facebook. Da kommt es mir auch so rüber, dass du ein bisschen mehr ernst genommener wirst, als wenn ich jetzt in Facebook... Ich habe den Test gemacht, ich habe gesehen, was mit dir ein Video rauskam. Also da kam ja mehr Hate als in YouTube. Ernsthaft, nicht bös gemein, aber... Vielleicht, weil auf YouTube nicht so viele Dumme angemeldet sind wie auf Facebook. Auf Facebook ist ja Hunds und Kunst also angemeldet. Also meine Theorie ist, dass du einfach auf Facebook mehr noch in deiner Bubble lebst, wo sehr viele genauso denken wie du. Mhm. Ja. Und auch Leute, die dann sagen, ey, Greta, die ist voll doof, die ist voll doof. Wenn dann alle um dich rum sagen, Greta ist voll doof, dann denkst du das halt selber. Ja. Und auf YouTube hast du vielleicht ein weiter gefächertes Spektrum an Angeboten. Und da ist das dann vielleicht ein bisschen weniger. Wobei ja auch auf Facebook eben alle sind und auf YouTube gucken auch viele, ohne einen Account zu haben. Gerade die ältere Generation. Das Ding ist einfach, also ich muss sagen, zwecks Welt, da muss ich jetzt selber was dazu sagen, weil die Welt geht, also in meinen Augen, weil andere lachen drüber, aber ich muss sagen, wirklich, da stehe ich auch dazu, was die Greta gesagt hat, weil die Welt geht für mich in meinen Augen wirklich runter. Man sieht es am Wetter, wie das Wetter, es kommt kein Winter mehr wirklich so angeblich, es soll ja kein Winter mehr wirklich richtig kommen, irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das so verkehrt gelesen habe in Medien, aber die Umwelt ist wieso vom Arsch, Dreck wird hinterlassen in jeden Ecken. Man merkt es schon auf jeden Fall. Du bist ja auch noch 1-2 Jahre älter als ich. Früher zum Beispiel, wenn man ein Auto gefahren ist, waren die Windschutzscheiben dann komplett voller Insekten. Ja, das kenne ich das auch hast noch. Du halt, das hast du halt heutzutage gar nicht durch mehr. Durch die Pestizide aber auch. Auch, alles mögliche. Also da spielen halt so viele Faktoren eine Rolle. Da kann man halt, das sind ja immer so diese einfachen Antworten, da ist aber kein direkter Zusammenhang. Wenn aber dieser Zusammenhang über 5 Ecken ist, dass dann irgendwie, da wird ein Pestizid eingesetzt, da sind dann weniger Bienen, dadurch ist dann da weniger Blume oder was weiß ich. Das ist eine Kette manchmal, tatsächlich. Das löst das aus und das dann das und das und das und das. Und ja, wie du es auch sagst, also Winter war, also die letzten 2 waren, glaube ich, relativ verschneit, aber davor zum Beispiel lag fast kein Schnee, soweit ich weiß, hier in Weimar. Und noch vor 10 Jahren war halt hier immer 3 Monate durch weiß eigentlich. Na und jetzt ist es schon im Herbst, eigentlich schneit es ja schon im Herbst. Fast schon, wird kalt. Hm. Und jetzt ist es übelst warm draußen mit 25 Grad, wo ich mir denke, irgendwas läuft hier total schief. Ja. Kann ich nicht sagen, weil ich mich nicht so befasst habe. Ich habe mich aber damit befasst, weil das Ding, es kriegt wie 2012, den Film kennst du ja. Weil das klingt jetzt bescheuert, aber... Kennst du den, ja? Tino kennt aber nicht so viele Filme. Ach so. Ich habe nicht gesehen, aber ich kenne. Pass auf, das ist ja wirklich so, alle sagen, das ist nur blöder Nöll, dass die Welt mal irgendwann untergeht, aber ich glaube irgendwie dran, weil so wie das Wetter rumspinnt, irgendwann, wenn das so weitergeht, auch mit den Vergasen und was da alles in der Luft, klar, ich bin Raucher, ich tue mit meiner Raucherlunge auch alles verpesten, aber da kann ich jetzt auch nichts dafür, aber auch schon. Dafür. Das raucht schon. Ja. Es wäre ja auch für dich gesünder, es zu lassen, aber das hast du schon mal versucht. Mit 18 habe ich angefangen. Damit deine Welt nicht untergeht, hast du? Hast du schon mal versucht aufzuhören? Ja, nicht wirklich. Es spart ja auch eine Menge Geld. Ja. Das stimmt, ich habe es noch nicht probiert, ich würde es mal probieren. Ich würde auch mal so eine Wette machen, ja, okay, pass auf, ich mache jetzt mal mit Tino eine Wette, ja, pass mach auf. Das mal. Wir hören beide auf zu rauchen am selben Tag. Rauchst du auch? Nein. Das ist gut. Ich würde mal eine Wette machen, ja, okay, pass auf, wir wetten um 10 Euro, dass ich einen Monat keine rauche. Das kann ich ja nicht prüfen, ich sehe dich ja nicht so oft. Naja, doch, du kannst mich prüfen, weil ich kann ja meinen Stream... Durchgehend. Ja, durchgehend, ich will ja einen 12-Stunden-Stream machen. Du musst es ja auch für dich, wenn, dann schaffen, weißt du? Ja, wenn, dann ich würde gern aufhören damit. Probier's einfach mal. Dann musst du auch nicht mehr denk an das ganze Geld, was das kannst du dann in geile Sachen investieren. Dann musst so. Du nicht mehr in Schöndorf wohnen, da kannst du auch dann anders wohnen. Da ziehe ich jetzt ab nächstes Jahr eh raus und ich bin dann in die Stadt runter. Nach West zum Beispiel.
Ach, das war mir West, ja, aber West ist tatsächlich ein bisschen besser geworden. Ich weiß. Ja, ja, das stimmt, den Unterschied habe ich mitgekriegt. Schöndorf ist so schlimm, ey. Da wohnen nur Kaltkriminelle, ey. Da wohnt auch eine Oma von mir, aber sonst habe ich da auch schon viel Scheiße erlebt. Also. Wir sehen uns MCM zur 140. Ausgabe wieder spätestens. Ja. Und dann kannst du berichten, ob du, wie viel du geraucht hast. Ah! Clean. Mach mal so eine Liste. Das probieren wir aus, geht klar. So, ansonsten sind wir jetzt schon über die halbe Stunde. Wir müssen langsam auch in die Hauptthemen kommen. Du kannst natürlich, wenn du willst, hier sitzen bleiben. Ansonsten würden wir jetzt so ein bisschen... Ich würde euch gerne filmen, wenn ich da... kannst du auch, klar, aus. Wie du möchtest. Wir sind nämlich in Sachsen hier. Aber die Leute am Empfangsbolzen, die warten ja auch schon sehnlichst, was jetzt außerhalb von Weimar passiert ist diese Woche. Ja. Meine Fresse, da war schon wieder ganz schön viel los. Das größte Thema tatsächlich, was ich über Reddit mitbekommen habe, also die größte Nachricht, war, dass ein deutscher DJ, von dem ich noch nie gehört habe, nämlich DJ Z, der ist jetzt komplett in China gebannt, weil er einen Tweet von South Park geliked hat. Ah. Großartig, wo oder? Wo ist der her? Aus Deutschland. Ein deutscher DJ? Ja. Okay. Z, a high-profile DJ and music producer. Ich dachte mir auch schon, wenn ich jetzt irgendwie einen Video drehe oder irgendwas und einer, der daran beteiligt war, ja, Fuck China irgendwie irgendwo hinschreibt oder damit zu tun hat, ja, bin ich dann auch schon gefickt oder wie ist das denn? Wenn China gefickt wird, dann bist du eigentlich auch schon gefickt. Ja, weil China hat uns in der Hand. Ich bin ja auch nur Teil des ganzen Projektes. Aber wenn eine Person irgendwie Fuck China irgendwie als Shirt getragen hat oder gesagt hat und ich habe mit ihr gearbeitet, mit der Person, bin ich dann auch jetzt gebannt in China? Na, noch nicht. Da kommt dann demnächst irgendwie so ein Sondereinsatzkommando durchs Fenster rein. Das betrifft uns ja auch alle letztendlich. Ja, also überhaupt war China... Sippenhaft. Es wird halt immer größer. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, es kommt einfach immer mehr in der Gesellschaft an, was gerade in China abgeht. Mhm. Blizzard zum Beispiel war ja groß in der Kritik, weil die Leute eine Person gebannt hat und ihnen das Preisgeld weggenommen hat. Was hat Blizzard diese Woche getan, um zurückzurudern? Tino? Sie haben... Richtig, nichts. Genau. Sie haben drei weitere Leute gebannt. Und zwar Hearthstone-Spieler, weil sie in ihren Livestreams Hongkong-Protestzeichen hochgehalten haben. Ja, mein 48-Stunden-Stream war ja auch, da hatte ich hinten an meiner Donatorenwand auch so ein Free-Hongkong-Ding. Hm. Wenn das China sieht, du. Dann wirst du gebannt dort, in China. Ja, und auch sonst ist in Hongkong wieder die Kacke am Dampfen. Aber das größte Hauptthema diese Woche überhaupt, das hast du bestimmt gar nicht mitgekriegt, LeBron James, so ein NBA-Star. Der hat sich halt ausgesprochen gegen einen von seinen Mitarbeitern oder also von seinen, wie heißt das? So, auch so ein Typ mit Basketball. Ja. Also einer von irgendeinem Team, also ein anderer Spieler halt, ne? Seiner Mannschaft. Genau, der hat sich dagegen ausgesprochen, dass China so scheiße ist zu Hongkong. Mhm. Und da hat LeBron James gesagt, der halt eigentlich gerade der bekannteste von allen ist. Mit Freedom of Speech, da kommen auch so ein paar negative Effekte. Man muss halt aufpassen, was man sagt und so. Also ganz, ganz schwach. Und jetzt, also das ist das Meme diese Woche, dass LeBron James zu diesem, wie heißt er denn, Mann? Fuck, ich weiß nicht genau. Aber ganz viele Memes, wie LeBron James verwandelt wird in chinesische Schillerfiguren, ja. Und Kim Jong-un. Ja, genau der. Nein. Und an der Brust von Xi Jinping nuckelt und so Geschichten. Ganz, ganz viel. Ja, South Park war ja auch wieder gut dabei. Prinzipiell gibt es ja auch jetzt nicht die totale Meinungsfreiheit. Sie ist ja begrenzt, auch in Deutschland und überall. Wenn es um Beleidigung geht, Volksverhetzung und Geschichtsrevision, dann ist es ja auch keine Meinungsfreiheit mehr. Aber ich bin ja eh ein Freund davon zu sagen, dass die Freiheit muss vor sich selbst beschützt werden manchmal. Und es gibt schon Grenzen. Ja. Sonst wäre es ja Anarchie und die will ja keiner. Warum grinst du da so? Ich sag's nur. Weil die Kamera, meine Kamera hier ist. Warum sehe ich da so ein Lodern in deinen Augen, wenn du das Wort Anarchie sagst? Ja, alte Zeiten. Ja, gut. Ich will trotzdem noch kurz auf Hongkong weiter eingehen. Das ist eigentlich auch schon jetzt ein paar Wochen her. Da wurde so ein 15-jähriges Schwimmermädchen nackt im Fluss gefunden. Ach so. Genau. Und die war tatsächlich auch irgendwie nicht Profischwimmerin, aber im Schwimmteam der Schule. Und die Polizei hat gesagt, es war Selbstmord. Oder eventuell ein Unfall. Aber es gibt nichts Merkwürdiges an diesen Vorkommnissen. Sie war nackt, sie ist in Wasser ertrunken, obwohl sie sehr gut schwimmen kann. Ja, sie ist irgendwie Nummer 1 in ihrem Schwimmteam oder was auch immer. Ein Beinkrampf oder so. Sie war halt nackt, so. Und sie war nackt baden mit ihrem Freund. Da waren keine Freunde. Und vielleicht war der Freund auch ein Polizist und nicht ihr Freund, sondern ein Vergewaltiger.
Also da sind auf jeden Fall ganz, ganz viele Sachen. Das kann man doch eigentlich nachprüfen. Sehr seltsam. Aber das wollen die wahrscheinlich nicht. Die wollen nicht gucken, die ist bereits verbrannt worden. Es ist halt wirklich, es ist halt wirklich dieses Ding, wir können nicht mehr nachweisen, was da war, aber da ist auch nichts merkwürdig dran an diesem ganzen Szenario. Kann man nicht ändern, nächstes Thema. Ist wirklich so und deswegen gibt es jetzt sehr viele Proteste an ihrer Schule. Da kann gerade kein Unterricht gemacht werden. Und auch diese ganze Blizzard-Geschichte zieht vielen nach sich, denn es ist die BlizzCon. Da gucke ich direkt mal nach, wann die ist. Vielleicht war die mittlerweile schon oder bei Upload hier. Und boykottieren jetzt viele Blizzard-Fans sie wollen diese nicht, Con? Das wäre halt Menschen. Gut, aber sie wollen halt, okay, sie ist am 1. November bis zum 3. November, sie wollen halt eine riesen Demo starten auf der BlizzCon, was ich halb gut finde, weil du musst, glaube ich, Geld bezahlen, um da hinzukommen, also du unterstützt sie halt schon finanziell. Vielleicht machen sie die Demo einfach davor, aber dann wird sie nicht interessieren. Ist ein bisschen zweischneidiges Schwert, aber das wird gerade organisiert, das resultiert aus dieser ganzen LeBron James und bla und alle sind, und South Park hat es eigentlich losgetreten und wir natürlich. Dadurch, dass wir seit Monaten davon berichten, hat South Park sich jetzt das auf die Fahne geschrieben, auch die nächste Folge wieder nach der letzten, war auch wieder gegen China. Ganz großartig. Wir haben ja auch Hörerinnen und Hörer in China, das muss man auch mal sagen, da wird es nämlich simultan übersetzt. Alle. Deswegen können wir uns weiter über Wasser halten. Zum einen die Leute, die Brennpunkt-Hörerwunsch kaufen, übrigens, richtig, liebe Leute. Es sind 2 oder 3 in der Röhre, aber es ist gerade zeitlich ein bisschen knapp, da kommt aber demnächst was. Aber auch ihr könnt uns für 20 Euro quasi, ich will nicht sagen kaufen, ihr könnt spenden für uns und als Dankeschön werden wir euch eine Sendung widmen zu einem Thema eurer Wahl. Einfach über PayPal Robin Osterafu 20 Euro überweisen und das Thema dazu schreiben. Ist Osterafu TV bei PayPal, aber ja, danke. Osterafu TV. Und wir halten uns über Wasser durch die 1,5 Millionen Chinesen, die uns zuhören. Die uns so sehr feiern. Ja, das also. Gab's doch mehr in China? Na, also es ist ganz viel passiert, aber eine große Sache nur noch. Jimmy Sham. Das ist der Boss oder eine, wie sagt man, so eine Vorzeigefigur von der Civil Rights Human Front. Der wurde in Hongkong attackiert, mit Hammern zusammengeschlagen. Er lebt noch. Dummer Zufall. Ja. Und die Regierung findet das weiterhin ganz toll, was da passiert. Also man muss dazu sagen, Civil Rights Human Front, könnt ihr googeln, das ist so das Friedlichste, was man machen kann, ja. Und der wurde halt jetzt mit Hammern zusammengeschlagen. Gab es ein Bild, sehr, sehr graphic, ja, Blut auf der Straße und so. Ganz großer Spaß. Und das waren keine Polizisten, das waren wieder diese geduldeten Triaden. Sag ich jetzt mal, klingt wieder wie die Verschwörungstheorien. Es waren halt Schläger, so. Kann auch wieder eine fehlgeleitete Therapie. Das ist aus Versehen passiert. Sie wollten ihn wieder einrenken und mit den Hämmern so. Ja. Er ist halt hingefallen und dann waren die Schultern ausgekugelt und Hüfte und dann haben sie es reingehämmert und. Sie wollten ihn reparieren, meinst du? Quasi, ich denke auch. Aber du musst dir das mal überlegen. Das ist halt. Du kannst ja von. Also Politik, da kannst du ja sagen, okay, Kommunismus ist toll oder Kapitalismus, ja, das ist alles, das sind ganz tolle Werte. Aber erstmal steht dieser Zusammenschluss steht für Menschenrechte. Und wenn man sich sagt, die Menschenrechte sind doof, den schlage ich jetzt mit Hammern zusammen, ist nicht so geil, oder? Nee, weil Menschenrechte stehen ja auch so ein bisschen für Meinungsfreiheit und für Mitbestimmung. Stimmt, das kann man nicht machen. Das ist dann natürlich ein bisschen im Konflikt miteinander. Leider. Also, ja, Jimmy Sham, ich drücke dir die Daumen, dass er die Scheiße überlebt. Ja, es waren halt geile Leute. Ja, Tino. So sad. Wollen wir jetzt noch über die BAM School reden, oder? Ach, ich dachte, das ist schon witzig. Eben. Auch noch witzig, das will ich zumindest erwähnen, weil LeBron James halt jetzt so ein Meme geworden ist. Tragen jetzt alle sein Gesicht, so als ganz schlechte Maske, ich kann es hier halt auch als Foto zeigen, um die Gesichtserkennung auch zu überlisten. Ja, ja. Weißt du? Das ist ziemlich witzig. Da gab es auch diese Amazon-Serie, Patriot hieß die, wo ja auch im Laufe der Geschichte, ist auch kein Spoiler, keine Sorge, er durch Gesichtskontrollen durchgehen muss und dann hat er sich irgendwie einen Zahn ausgeschlagen und ist dann grinsend durch den Flughafen gelaufen, damit ihn die Kameras nicht erkennen. Nice. Ob es so einfach ist, weiß ich nicht, aber das wirkte in dem Film zumindest sehr realistisch und auch Fingerabdrücke irgendwie hat er dann sich von einem Freund den Finger irgendwie amputieren lassen, also sehr, es scheint zu funktionieren. Guter Move, Ich denke schon. Sehr witzig. Ja, Tino, die traurigste Nachricht diese Woche, ne? Die BAM School ist zu. Da wollte ich gerade. Immer noch, ich dachte, das hatten wir schon als Thema. Insolvent war die und da sollte die weiter unterstützt werden. Aber jetzt muss sie halt schließen, Ende des Monats. Auch noch. Das ist traurig. Da wollte ich gerade hin und ein bisschen Foxtrot machen, ne? Ja, ein bisschen traurig. Jetzt gibt es nur noch einen traurigen Walzer von uns. Nee,
Wir haben ja gesehen, dass Julian Bam nicht der Beste ist in Steuerfragen, ja, und vielleicht lag es ja am Ende daran. Vielleicht lag es daran, ja. Also liebe Grüße gehen raus an Julian Bam. Wenn du Hilfe brauchst, ich weiß nicht. Ich habe eine bessere Idee. Also das nächste Mal, wenn man so eine Tanzschule aufmacht, vorher bedenken, dass jetzt Tanzen vielleicht nicht das Allerbeliebste ist. Beliebteste. Aktuell nicht, nee. Nicht so sehr. Und dann nicht vielleicht so ein Drei-Stock-Mega-Ding da, so ein Trump Tower eröffnen. Mhm. Das wäre vielleicht so eine Idee. Er hätte klein anfangen müssen. Er dachte wahrscheinlich, weil er wie 10 Milliarden Abonnenten hat. Wie soll sich das überhaupt tragen? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er irgendwie, wie viele Leute werden das machen? 200 Leute, die sich da monatlich anmelden oder so? Ja, es ist ja auch nur in einer Stadt. Ja, eben nicht mal. Ich wollte jetzt schon sehr optimistisch sein. Mhm. Und wenn jeder von dem, was ist das dann? Sagen wir 10 Euro im Monat oder 20 selbst. Das ist ja nichts. Wo kommt denn das Geld alles her? Da habe ich mich nicht befasst mit, was jetzt seine Kurse sind, ob er auch Cha-Cha-Cha anbietet und Salsa und Tango oder ob er echt nur so Breakdance macht und eine Klasse hat. Oder ob das sogar mit Diplom irgendwas ist, weiß ich auch nicht, ob man eine Ausbildung da macht, keine Ahnung. Ja. Ich habe das gar nicht verfolgt. Ich weiß, dass es die gab oder ja, geben sollte, aber nicht, dass sie auch tatsächlich funktioniert. Mhm. Das war irgendwie nicht im Fokus der Öffentlichkeit. Und ich verfolge jetzt seine Arbeit auch nicht so richtig, obwohl ich ihn sympathisch finde und so, aber seine Videos interessieren mich jetzt meistens nicht so. Ja. Wollen wir nochmal so einen richtig alten Hut auspacken? Killerspiele? Ja. Weil wir es ja von Halle hatten. Richtig. Horst Seehofer hat die Lösung. Vergessen. Wir müssen die Gamer-Szene stärker betrachten. Ey, ich dachte ganz kurz, echt, der Seehofer, der schnallt's gerade, ja, dass er auch an die Flüchtlinge helfen will und so und sich da voll reinkniet. Und jetzt gab es dieses Attentat da in Halle und wo ja alle eigentlich gesehen haben, dass der Typ aus einer rechtsradikalen Ecke kommt. Vor allem gab es bis jetzt überhaupt irgendwelche Hinweise, die ihn mit Gaming krass in Verbindung gesetzt haben? Eigentlich nicht, oder? Ich glaube, gelesen zu haben, dass er gespielt hat, aber der tut das nicht. Ja. Die essen auch alle Brot oder was weiß ich, das ist ja auch. Ich finde es ist halt die falsche Debatte, irgendwie auf Gaming, auf Gamer loszugehen, weil ich einfach nicht davon ausgehe, dass das dazu führt, dass man irgendwie. Ja, es kann trainieren. Also ich glaube schon, dass man. So, dass jetzt zum Beispiel du spielst Metal Gear Solid und so, ja, du hast wahrscheinlich mehr Ahnung von solchen Dingen als ich. Ja, eventuell, aber ich glaube, dass es genau das fördert, was wir im Halle-Video gesehen haben, nämlich, dass du denkst, du bist bestens gewappnet und im Endeffekt failst du wie Sau. Ich glaube, das ist es eher. Ja, ich sehe es ja auch nicht so, aber es kann ja sein, dass es als Einstieg gesehen wird, ja, dass man da rumballert und weil es nicht sogar, dass irgendein Amokläufer sich tatsächlich trainiert hat mit irgendwelchen Amoklaufspielen? Ja, du kannst dich nicht trainieren damit. Nein, aber er hat zumindest sich, hat sich inspirieren lassen. Ja. Ich finde es auch Quatsch, es ist die falsche Debatte, es ist der falsche Weg. Wir müssen nach rechts gucken und nicht irgendwie online nach irgendwelchen Gamern. Aber ich verstehe zumindest den Gedanken der älteren Generation, die kennen das halt nicht von sich. Die kennen nicht, dass Leute simulierte Ballerspiele spielen. Wie Fortnite zum Beispiel, flüstert MCM gerade. Ja. Nee, ich find's auch Quatsch, aber ich kann zumindest den Gedanken gar nicht nachvollziehen, wo es herkommt. Aber die befassen sich zu wenig damit. Sie reden nicht mit den jungen Leuten. Und da siehst du auch mal, dass die alten Politiker völlig den Fokus verloren haben für die, zur Jugend und zu dem, was aktuell abgeht. That's right. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, deswegen würde ich zwei kleine Themen kurz machen. Gerne. Zum einen hatten wir da einen kleinen Shitstorm in Richtung Hart aber fair diese Woche. Die haben nämlich auch im Zuge Halles eine Sondersendung gemacht über dieses Thema. Ich habe sie nicht gesehen, aber den einen Ausschnitt, da hat halt jemand etwas relativ antisemitisches gepostet, so im Sinne von, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, vielleicht ist es an der Zeit, diese ganze Judenschuldfrage mal ein bisschen sacken zu lassen. Ja, die Leute lernen es in der Schule und es reicht. Ich fand es nicht ganz so schlimm, wie es dargestellt wurde. Mhm. Ja, also ich konnte zumindest den Punkt verstehen, es war jetzt nicht unbedingt. Aber es war halt so dieses, ja, lass doch endlich mal das mit den Juden, das nervt. So. Ja. So, und da wurde das nicht ausreichend diskutiert in der Sendung, sondern, wie heißt der Typ? Platztasch? Nee, das waren die Leute. Frank Plasberg. Plasberg, genau. Platztasch sind doch, Weimarer Leute. Ich glaube, ich habe den Ausschnitt gesehen mit Michael Friedmann und solchen Geschichten. Mhm. Ja, doch, hab's und auch so gesehen. Es hieß halt einfach, das ist eine Meinung aus Deutschland. 9:30, irgendwie sowas hat er gesagt und es wurde dann nicht weiter diskutiert. Ja, also ich finde auch nur so ein Wink in die Richtung von wegen, wir müssen aufhören, uns zu erinnern, das ist einfach völlig falsch. Und da ist jeder Shitstorm angemessen. Wie gesagt, ich habe die Sendung nicht so ganz, also ich weiß nicht,
wie kommt diese Person, also zu was passt dieser Kommentar überhaupt? Ja, wenn man wirklich, ich sollte die Sendung vielleicht gucken, aber ich gucke sie nicht. Aber wenn man bespricht, hier guck mal, da Leute, da ist einer in Halle und der wollte Juden töten. Mhm. Warum sagt man dann, ja vielleicht ist es mal in der Zeit nicht mehr so auf den Juden oder so. Das verstehe ich nicht ganz, wie ist es dazu gekommen? Hat vielleicht versucht irgendwie die Aufmerksamkeit nicht auf die Juden zu lenken, sondern irgendwie auf auch die Gamer-Szene, keine Ahnung. In dem Punkt könnte ich es vielleicht sogar verstehen, dass diese Person in Halle, die hätte vielleicht diesen Judenhass nicht, wenn es nicht so präsent wäre. Hm. Aber dann wäre es halt jemand anderes gewesen. Höchstwahrscheinlich. Es ist eine Quatschaussage und deswegen finde ich da jeden Shitstorm angemessen. Und ich hatte eigentlich ein kleines Quiz vor, aber ich werde es mal ein bisschen vorziehen. Und zwar, ich habe ein Zitat gelesen. Adolf Hitler, wir müssen aufhören, Adolf Hitler immer nur als die böse Figur darzustellen. Mhm. Wer hat das gesagt? Was denkst du? Ist das jetzt wieder so, war das Adolf Hitler oder war das Bernd Höcke? Bernd Höcke, genau. Ernsthaft, ja? Ja, Hitler nicht von sich selbst, aber halt Höcke. Und das sind doch Aussagen, es gibt so eine Facebook-Seite oder auch Twitter haben die, glaube ich, auch, wo sie halt so völlig daneben eine Aussagen von AfD-Politikern auswählen und veröffentlichen. Und das sind doch Sätze, echt, also die sind, dann heißt es immer, die wird aus dem Kontext gerissen, aber man kann so einen Satz, wir dürfen Hitler nicht mehr als die böse Figur hinstellen. Da gibt es keinen Kontext, der das irgendwie wieder gut macht. Ist das aber jetzt so ein ganz neues Zitat oder ist das schon wieder leer? Ich habe das gesehen vor ein paar Tagen. Google ich mal. Ich google mal Hitler, guter Mann. Wirst du viel finden, glaube ich. Ja. Gut, letzte große Thema. Einiges, aber wir müssen das, also Trump und Syrien und Türkei, das war halt das Thema eigentlich diese Woche, ja. Weltpolitisch. Obwohl ich nach wie vor nicht so tausendprozentig drinstehe, um da wirklich alles zu raffen so. Mhm. Aber was Trump diese Woche schon wieder an Bullshit abgelassen hat, er hat erst gesagt, das hatten wir, glaube ich, sogar schon noch erwähnt, wir helfen den Kurden nicht, weil die Kurden haben uns in der Normandie nicht geholfen, ja, was halt überhaupt keinen Sinn macht. Mhm. Jetzt sagt er wiederum mehr oder weniger wörtlich, die Kurden sind schlimmer als der IS. Dann hatten wir das Szenario, das hatten wir das schon erwähnt, dass Bomben auf Gefängnisse oder an Airstrikes von der Türkei auf Gefängnisse der Kurden gefallen sind. Hm. Dabei sind IS-Kämpfer ausgebrochen. Hm. Das hatten wir, glaube ich, letzte Woche noch nicht drin. Nee, haben wir so, nicht. Und zudem hat Trump dann gesagt, ja, das waren die Kurden selber, die freilassen. Hm. Und es ist okay, dass die Kurden, dass die ganzen ISIS-Leute da gerade rauskommen, weil die gehen ja nur nach Europa und nicht nach Amerika. Genau, stört mich nicht. Das war wieder so eine Palette an Bullshit diese Woche. Und alleine die Kurden lassen die selber raus. Die Amerikaner haben ja sich zusammen mit den Kurden dafür eingesetzt, die erst da reinzubringen. Du musst schon klug lügen als Politiker. Das ist das Ding, er ist halt nicht schlau genug. Ja. Und aber ich habe noch ein schönes Bild gesehen. Trump war in Italien und hat da mit einer Dolmetscherin eine Pressekonferenz gegeben. Ah, und Mozzarella und so. Genau, und da hat er irgendwie gesagt, Präsident Mozzarella. Ja. Und die Übersetzerin guckt ihn so mit ganz großen Augen an. Aber ich glaube, das ist so ein großartig Ding, das war wahrscheinlich keine Dummheit, sondern wollte er wirklich mit Absicht Disrespect machen. Er wollte vielleicht locker sein und weiß nicht. Hm. Ein kleiner Joke. Dumm, also mir fällt nur ein Wort ein und zwar dumm. Ja. Ganz einfach. Also die Spitze all dessen war für mich der Brief an Erdogan. Hast du den gesehen? Der ist veröffentlicht worden und es wurde auch bestätigt, dass er genauso ist. Habe ich sogar am Edeka dann nochmal gehört, als ich einkaufen war. Da war so ein Typ irgendwie am Regal, hat er gesagt, übrigens der Brief. Nein, da läuft ja manchmal so eine Nachrichtensendung. Hm. Ja, so kleine Durchsagen. Also Trump hat einen Brief an Erdogan geschrieben. Das ist alles so bescheuert, Alter. Also Trump hat gedacht, dass Erdogan blufft, wenn er sagt, ich gehe nach Syrien. Dann war er ganz überrascht, dass Erdogan wirklich nach Syrien gegangen ist. Hm. Und dann hat er einen Brief geschrieben, hat gesagt, ey, das ist so richtig wie so ein Viertklässler, hat das geschrieben, kann ich dir mal schicken. Ey, ich will ja nicht dafür sorgen, dass ich eure Ökonomie kaputt mache, aber das werde ich. Und mach doch hier nicht einen auf Dicken, sei doch nicht dumm und so. Und das am Ende, war Trump, ja. Das war das Trump, ja. Ja. Und am Ende stand dann, I will call you later, so. Hm. Ich muss dir zeigen, es ist ganz großartig. Das war wirklich die Spitze, dieser fucking Brief, wo du denkst, was zur Hölle? Und das ist der gesendete Brief. Überleg dir mal, es gibt ja vorher vielleicht noch so 2, 3 Entwürfe davon. Keine Frage, ja. So, ey, sei doch nicht so ein Tough Guy. Don't be a Tough Guy. Und solche Sachen standen da drin. Also Diplomatie auf dem höchsten Niveau seitens Trump, ganz groß. Und ja, das war auf jeden Fall, also noch so eine kurdische Politikerin wurde exekutiert.
Ja, von, war die nicht sogar eine Menschenrechtlerin und Feministin? Ja, genau. Nichts Neues. Ja, es ist halt alles so ein überall Desaster in Syrien. Aber Syrien ist mittlerweile kein Land mehr, oder? Ist Syrien nicht langsam einfach nur ein glorifizierter Friedhof? Also ich habe schon gehört von befreundeten Flüchtlingen aus Syrien, dass der Krieg wohl nicht vorbei ist, aber es geht wesentlich friedlicher zu als noch vor 3-4 Jahren. Jetzt auch noch? Also nach der letzten Woche? Nee, das war noch davor. Ja. Aber es war wohl wieder so ein bisschen im Aufschwung, weswegen es umso härter ist, dass es jetzt wieder anfängt, dass da rumgebombt wird. Und ich glaube, dass die EU beschlossen hat, oder zumindest Deutschland, keine neuen Waffenexporte mehr auszuliefern. Ja, stimmt, ja. Wenigstens das. Das stimmt. Wir sind bald am Ende. Es gab noch irgendwie Brexit-Deal, der wohl so leicht... Ich habe im Livestream auf Boris Johnsons Anrufbeantworter gesprochen. Ach. Hab gesagt, ey Boris, don't. Brexit is bad. Und einen Tag später heißt es gibt einen Deal. Siehst du. Also ich hab's gelöst. Ich wollte eigentlich ganz andere Probleme lösen. Am Ende bin ich beim Brexit angekommen. Eigentlich wollte ich in der chinesischen Botschaft anrufen in Deutschland. Dann hieß es, da gilt dann aber wahrscheinlich chinesisches Recht und wenn ich da anrufe, kriege ich vielleicht ernsthaft Probleme. Dann wollte ich wiederum in der deutschen Botschaft in Hongkong anrufen. Mhm. Bin da nicht durchgekommen, weil es nachts um 3 war. Aber auch, und dann habe ich mich leider um kleinere Themen kümmern müssen. Aber wenn du die Angst hast, das nach China zu telefonieren, ja. Also die Botschaften, die haben ja auch das geltende Recht ihres Landes. Ja, eben. Aber das meine ich ja, die chinesische Botschaft in Berlin müsste ja chinesisches Recht haben. Ja. Wenn ich da anrufe, sage, ha, Xi Jinping ist Winnie Pooh, bin ich tot. Oder nicht? Nee, das auch nicht. Die dürfen dich nicht einfach irgendwie hier abschlachten, weil sie, wenn du das in ihrem Haus sagen würdest. Ja, wollte ich gerade, stimmt, ich rufe ja auch nur an. Ich bin ja nicht tatsächlich da drin. Und die können keine Kugel durchs Telefon. Auch das. Die laden dich vielleicht ein zum Brunch und dann heißt es auch, wir würden gerne mit dir reden, dann kommt halt so ein Typ in der Kettensäge irgendwie und dann wirst du halt zerteilt. Das kann passieren. Die feine chinesische Art. Aber ansonsten, weil du jetzt jemanden dort beleidigst, dann heißt das nicht. Nee, ich beleidige nicht. Ich würde nur anrufen und sagen, hey, befreit mal Hongkong. Ja, selbst wenn. Also die können ja nicht in deine Wohnung kommen und sagen, hier ist jetzt Staatsgebiet von China und jetzt wirst du hier exekutiert. Ich muss es halt machen. Also da ich jetzt den Brexit so halbwegs gelöst habe, muss ich das angehen. Ich habe halt so viel Macht mit meinem Telefon. Ich denke es auch tatsächlich. Ja, Tino, wir müssen die Woche mal bewerten. Die Woche. Hey! Stimmt, ab nächster Folge müssen wir super professionell sein mit Jingles und so. Tun wir. Thunberg. Weil ihr Blizzard gesagt habt, weiß nicht, ob ihr das Thema mit Diablo mitgekriegt habt, Immortal, das war ja auch so ein Schuss von hinten, sollte ein neues Diablo kommen. Ja, und dann war es nur Mobile. Und das Ding, was ich noch halt sagen wollte, zwecks Fortnite, sorry, ich hasse das Spiel, aber das muss ich jetzt sagen, also... Das geht gar nicht, das würde ich beim nächsten Thema mal ansprechen. Verbieten einfach. Wir müssen Fortnite aber dankbar sein, denn da werden die ganzen kleinen Kinder abgefangen. Also ich möchte, nicht mehr viel Zeit. Ich möchte Zeit der deswegen. Woche gerne eine 6,5 geben. Okay, klingt erstmal gut. Ja. Eigentlich ist krass, was in Syrien passiert, aber da ich es noch nicht 100% verstehe, kann ich auch nicht so viele Punkte geben. Vielleicht noch einen halben Punkt für Joker. Nee. Ich war jetzt gestern im Kino. Joker habe ich letzte Woche gesehen, habe ich schon Donnerstag. Musste ich ja arbeiten. Und fandst du gut? Ja, also ich war ja erst kritisch, was sein Aussehen angeht, aber er hat es so gut gespielt. Er hatte auch Schwächen. Du hast nicht auf Englisch geschaut, doch, oder? Doch, ich war im Lichthaus. Ah. Ich war mit meinen beiden Brüdern nämlich dort und der eine ist noch nicht 16, der wird erst 16 in ein paar Wochen. Und dann waren wir im CineStar, da war ein Kumpel von mir in der Kasse, ich dachte, ja, leichtes Spiel. Und dann wurde er ins Karten aushändigt und dann kam die Chefin, nee, ich will mal die Ausweise sehen. Oha. War nicht 16, da sind wir gegangen. Dann Schweinereien. Ich komm, in einer halben Scheiß Gesetze. In 10 Minuten fängt auch im Lichthaus an, sind wir zum Lichthaus gelaufen. Da haben sie... nicht nachgefragt. Ich hoffe, die kriegen jetzt keinen Ärger dafür. Und dann habe ich dann das Bild, also die Karten genommen, fotografiert und dann meinem Kumpel geschickt, der im Kino, im CineStar arbeitet. Ah, ha. Nice. Jetzt haben wir denen Geld bezahlt. Günstiger, auch auf Englisch. Wir wollten zur englischen Vorstellung. Also haben wir eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation und Lose-Situation gemacht für CineStar. Sehr gut. Fiktive Geschichte. Dürfte ich noch was Letztes sagen? Sag noch was. Also ich weiß ja nicht, ob man hier Werbung machen darf. Für alles. Okay, wenn ihr mal Lust habt, könnt ihr mir mal in Twitch folgen unter MCMWeimer23 und in YouTube unter MCM23. Na klar. Ich möchte auch Werbung machen. Ich verlinke es auch unter YouTube. Ist es nicht auch die letzte Sendung vor der Wahl? Das könnte so, warte mal, echt? So jetzt schon? Nee. Am 27. ist doch Wahl, oder? Holy shit, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Wir hätten noch eine Wahl-O-Mat-Folge machen können. Hätten wir machen können. Wählt die Partei, Leute, das ist meine Meinung. Dann wählt ihr mich, die Partei.
Welche Partei? Die Partei. Ich hätte gesagt, wie die Partei mehr Geld für alle. Tinos Augen sind gerade ganz groß geworden. Da hatte ich richtig Angst, was kommt denn jetzt? Ich habe mich ein bisschen gefreut, dass irgendwas Dummes kommt. Aber, ja. Aber ich würde dich auch wählen. Danke, ja. Mach das. Ich habe nur keinen Flyer von dir oder irgendwas. Hier, wir zeigen dir direkt draußen ein Wahlplakat. Geh wählen. Ich bin Listenplatz 2 für die Partei hier in Thüringen. Also, wählt, liebe Leute. Ansonsten gebe ich der Woche die 6,5, habe ich mich drauf geeinigt. Mhm. Und vielleicht noch in einem Nebensatz, das größte Childporn-Netzwerk wurde runtergenommen durch Bitcoin-Transaktionen, wurde das entdeckt irgendwie und ist jetzt down. Ach, scheiße. Tja. Wie die wir festgestellt haben, Greta Thunberg wäre ja eh zu alt. Nee, was war das? Ja. Das war's auf jeden Fall an dieser Stelle. Liebe Vielen Leute, Dank fürs Einschalten. Das waren 40 Folgen Brennpunkt Internet und jetzt großartig. Kommen die nächsten 40.000. Ich freue mich sehr auf die 100. Folge. Ab sofort noch professioneller. Vielen Dank an euch, vielen Dank an MCM fürs Dasein. Ja, vielen Dank, MCM. Danke, tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.